hoffe, dass ich hier das Richtige tue. Glöckchenblase nüchts, insinuiert, schweres Triumphat. Das wünsche ich dir auch, Kumpel. Also gut, Hive. Hoffentlich klappt es mit der neuen Wellenlänge. Bingo! Hey Leute, ich hab Zugang und flieg jetzt durch. Okay. Pass da drüben auf dich auf. Auf ewig, verdammt. Okay, ich hab's verstanden. Wie geht's deinen Subprozessen? Das Eterna-Update verbraucht den größten Teil meiner Energie. Was? Oh, hey, warte, tu das nicht. Update abbrechen. Update abgebrochen. Wiederaufnahme der regulären Prozesse. Darf ich fragen, warum du das Update nicht willst? Die koloniale Flotte darf nicht wissen, wo ich gerade bin, Hive. Bleib am besten vom Netz getrennt. Wir sind im Union-System angekommen. Ja, das stimmt. Und das sieht so aus, als müsste ich mich um ein paar dringende Probleme kümmern. Eine Orca-Patrouille. Du wusstest, dass dieses System von den Orca überwacht wird? Bis jetzt nicht. Solange du keinen Ärger machst, sollten sie dir keine Beachtung schenken. Deshalb brauche ich dich hier, Hive. Sonst hätte ich vielleicht Abwehrmaßnahmen ergriffen. Mir fällt auf, dass mir dieses Schiff gänzlich unbekannt ist. Sag bloß, du bist ein Outlaw geworden. Hör zu, ich bin kein Outlaw, aber ich habe immer noch Ärger mit der Flotte. Das kannst du doch verarbeiten, oder? Es ist nicht viel anders als letztes Mal. Wir könnten zu früheren Bedingungen auf einer reinen Pilot-KI-Basis weitermachen. Mein Protokoll erlaubt das. Und was ist unser derzeitiges Ziel, wenn ich fragen darf? Prescott-Sternbasis. Diese konzentrierte Ansammlung von Laster und Abschaum? Und du willst mir erzählen, dass du kein Outlaw bist? Laut meinen Protokollen muss ich die Selbstzerstörung einleiten. 5, 4, 3, 2... Es gibt keine Selbstzerstörung. Wunschdenken.
läuft's? Ich habe mich vollständig an das neue Schiff angepasst und bereite mich auf dich als seinen Piloten vor. Meine Datenbanken sind, wie bereits erwähnt, nicht auf dem neuesten Stand, bis ich mich mit Eterna verbinde. Was ist mit deinem Persönlichkeitsprofil? Kannst du das ändern? Bist du mit meinen Standardeinstellungen unzufrieden? Du kannst gerne mit anderen Einstellungen experimentieren. Das könnte ich mal ausprobieren. Modul in der DMZ, das von Freelancern innerhalb des Konzessionsgebiets umfunktioniert wurde. Das ist ja riesig hier. Es ist vergleichbar mit einem mittelgroßen Einkaufszentrum auf den Heimatwelten. Es hat wohl auch einen Hauch von Rechtmäßigkeit erworben. Sieht so aus, als würde sich die DMZ verändern, Hive. Ich muss diesen Maddox-Typen finden und ich muss dabei subtil vorgehen. Er müsste hier irgendwo sein und Dex in einem Nudelrestaurant erwarten. Im örtlichen Verzeichnis ist kein Maddox aufgeführt. Ich kann nur empfehlen, die örtlichen Rahmenrestaurants einzeln abzufliegen. Wenn das nötig ist, dann mal los. Was hätten Sie denn gerne? Hallo, ich hätte gerne einmal Ramen mit einer Extraportion Information. Du bist neu hier, stimmt's? Woran hast du das bloß erkannt? Nur ein Trottel würde so amateurhaft vorgehen. Du kannst keine Fragen auf Prescott stellen, ohne dass dir Fragen über dich gestellt werden. Ich versuche einen Typen namens Maddox zu finden. Nie gehört. Und ich gebe keine Kundendaten weiter. Wenn du jetzt nichts bestellst, schlage ich vor, dass du die Biege machst. Schon gut. Ich habe das Gefühl, das war nicht der richtige Ort. Woran hast du das erkannt? Tonkotsu, Miso, bestellen Sie auf dem linken Panel. Warte, ist dieses Restaurant vollautomatisiert? Nudeln hergestellt mit höchster Präzision und höchsten Hygienestandards. Was bedeutet, dass ihr kein menschliches Personal habt? Dieser vollautomatische Betrieb wird per Fernzugriff verwaltet. Ich suche nach einem Typen namens Maddox. Anfrage kann nicht bearbeitet werden. Kein Individuum mit diesem Namen gefunden. Chashu, Tonkotsu, Miso, wählen Sie Ihre Bestellung. Na, vergiss es. Wir haben jeden Tag Ramen bei G&D gegessen. Ich habe es gehasst. Weißt du, warum es in den Außenwelten so beliebt ist, Alf?
Die Beliebtheit von Ramen-Nudeln in den Außenwelten erklärt sich durch den einfachen Transport und die Langlebigkeit der gefriergetrockneten Zutaten. Zur Zubereitung werden dann lediglich kochendes H2O und ein paar Garnierungen benötigt. Okay, Ralf. Schon kapiert. Was willst du? Ich nehme... wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht mal so tun, als ob ich Ramen mag. Ehrlich gesagt, ich kann das Zeug nicht ausstehen. Ich auch nicht. Warmes, fettiges Wasser mit schleimigen Spaghetti und Krümeln. Keine Ahnung, warum die Leute so verrückt danach sind. Ja, das ist mir echt ein Rätsel. Ich habe gerade mit meiner KI darüber gesprochen. Ich bin selbst eher ein Knödeltyp. Egal. Was kann ich für dich tun? Ich suche nach einem Typen namens Maddox. Oh, du suchst also nach Maddox, ja? Ich habe einen weiten Weg zurückgelegt, um ihn zu finden. Tja, da kann ich dir nicht helfen. Aber als geschätzten Kunden kann ich dich zu jemandem schicken, der es kann. Du solltest einen Mann namens Daryl aufsuchen. Er treibt sich meist im Casino herum. Ich sage ihm Bescheid, dass du kommst. Vielen Dank. Ja, man sieht sich. Ich suche nach einem Mann namens Daryl. Das bin ich. Ja, das Restaurant hat Bescheid gesagt. Du bist also der Typ, der nach Maddox sucht. Ist er hier? Sieht es danach aus? Erstmal will ich mir ein Bild von dir machen und wissen, was du vorhast. Okay. Ich bin ein Freund seines ehemaligen Kollegen. Wie auch immer. Hör zu, weißt du, wen ich vertrete? Nein. Sollte ich? Ja, solltest du. Du stellst hier Fragen wie ein totaler Trottel. Du musst erst mal lernen, wie es hier läuft und an wen du dich zu wenden hast, wie jeder andere auch, klar? Ich war nicht auf Ärger aus. Na gut, dann weißt du es jetzt fürs nächste Mal. Du kennst meinen Namen, du weißt, wo du mich findest. Ja, sicher. Jetzt weiß ich es. Dieses eine Mal lasse ich dich laufen. Nächstes Mal gibt's keine Ausreden mehr, verstanden? Weißt du jetzt, wo Maddox ist oder nicht? Das weiß ich tatsächlich. Aber er hält sich bedeckt und versucht, Leute wie dich zu meiden. Vor wem genau versteckt er sich? Wer weiß, vielleicht ist er ein bisschen paranoid, vielleicht gibt's wirklich einen Grund. Aber die Gerüchteküche brodelt und er geht kein Risiko ein. Ich versichere dir, dass ich nichts Böses im Sinn habe. Ich will nur mit ihm reden. Wir kennen dich ja gar nicht. Also müssen wir sehen, ob wir dir vertrauen können. Du solltest zuerst eine kleine Aufgabe für uns erledigen. Wenn du das schaffst, können wir weiterreden. Also gut. Du musst ein Paket abholen, aber es ist etwas versteckt in einer alten Siedlung hier im System. Okay, mach ich. Aber du musst mir versprechen, dass du mir die nötigen Informationen gibst, wenn ich zurückkomme. Hey, Pfadfinder-Ehrenwort. Wow, dieser Daryl hat echt eine Macke. Ich kann menschliches Verhalten schlecht beurteilen. Schon gar nicht das von Kleinkriminellen. Ich sollte mir das wohl besser mal ansehen, sonst stecke ich in der Sackgasse. Wenn ich mir diese Chance entgehen lasse, sitze ich für immer in der DMZ fest. Deine Version scheint ein fragwürdiges Maß an Leichtgläubigkeit zu zeigen. Ach komm schon, Hive. Manchmal muss man einfach ein bisschen Vertrauen haben. Du sagst, die DMZ hat sich verändert, aber mir scheint, du hast dich doch mehr verändert. Registriere eine große unterirdische Anlage in der Nähe. Außerdem scheint es im Inneren eine Andockstelle zu geben.
Dann bin ich hier wohl richtig. Ich habe ein etwas komisches Gefühl dabei. Ein Treibstofflager und eine weitere Sackgasse. Das glaube ich nicht. Es fällt Licht durch die Trümmer da hinten. Treibstofftanks in einem engen und wackeligen Tunnel in die Luft jagen. Äußerst intelligent. Was war das? Das war der Rest des Tunnels, aus dem du es gerannt hast. Adenocher. Ausgeschafft hast. Super. Hoffen wir, dass das nicht der einzige Ausgang war. Cephas Cabernet Sauvignon? Was ist das? Schwer zu sagen. Selbst meine chemischen Sensoren weigern sich, sich der Mixtur zu nähern. Der Brief wurde von einem Bram de Wind geschrieben und ist an eine Frau namens Marie adressiert. Marie de Wind, so heißt die Händlerin, der die fliegende Holländerin gehört. In Anbetracht der begrenzten Anzahl menschlicher Namen und Kombinationsmöglichkeiten kann dies durchaus auch ein Zufall sein. Es geht nur zu Fuß weiter. Glücklicherweise muss ich auf die Annehmlichkeiten des Schiffes niemals verzichten. Trotzdem, Hive, bereithalten.
stinkt ganz schön hier. Merkwürdiger Ort, um ein Paket abzuholen. Hey, bist du das? Was zur... Mein alter Freund Adam Roslin. Ich bin's, Alec. Was bringt dich denn hierher? Kommst du, um deinen alten Kumpel zu retten? Retten? Ja, Daryl hat mich hergeschickt, um ein Paket abzuholen. Paket in Anführungszeichen, verstehst du? Wenn ich mir den Haufen Dörrleichen da drüben ansehe, schickt er wahrscheinlich alle hierher, die er loswerden will. Was für ein Zufall, dich hier zu sehen. Gerade als ich dachte, ich mach's nicht mehr lange. Gut, dass du die erwischt hast. Gerade sie konnte ich nicht ausstehen. Ich habe sie Esmeralda genannt. Ich habe ihnen Namen gegeben, um die Zeit totzuschlagen. Guter Schuss. Ich sag's dir, wenn ich hier rauskomme, trete ich Daryl den Hintern ins Hirn. Oder umgekehrt. Warte, lass mich nachzählen. Ja, alle erwischt. Sag mal, du würdest mich doch nicht hängen lassen, oder? Mich juckt's an einer Stelle, wo ich mich dringend mal kratzen müsste. Ah, Carlos, den habe ich ganz vergessen. Am Eingang gab's einen Einsturz. Ich hoffe, es gibt noch einen anderen Weg raus. Warte, es gab einen Eingang? Für Schiffe? Warum habe ich dann draußen geparkt und bin den ganzen Weg gelaufen? Naja, er war schwer zu finden. Schnall dich an und ich bring dich zu deinem Schiff. Ich dulde keine Haustiere an Bord meines Schiffs. Sei nett, Hive. Du solltest dich an Alec erinnern. Ja, ich erinnere mich durchaus daran, dass du dich in einem deiner früheren Leben mit diesem dubiosen Subjekt eingelassen hast. Ich hatte gehofft, dass es nur eine vorübergehende Phase war. Hey, hey! Du hast eins dieser bordeigenen, miesepetrigen Gesprächsdinger. Ich hatte auch mal eins, aber es hat sich aus irgendeinem Grund abgeschaltet. Ich kann mir vorstellen, warum. Verschwinden wir von hier.